unser Olympiaheld, Jonas Reckermann, macht sich. Und hier haben wir also den Olympiasieger im Beachvolleyball. Aber er ist auch ein sehr guter Kicker. Und Sarah, wen nimmt er sich? Die Nummer 1 aus Deutschland, damit er glänzt, oder? Ja, das muss der Grund gewesen sein. Das nicht nur mit den Händen drauf hat, sondern auch mit den Füßen. In einem Satz bis 18 hat er die Chance. Mittlerweile und Jonas Reckermann mit seinem etatmäßigen Partner heute auf der anderen Seite. Beim Kick-In jetzt Markus Stoller. Wir bis hören er von den da Keuchhusten ganz, ja. bis hier hoch. Bin gespannt, wenn er gleich wieder bei dir hier am Komplatz sitzt, ob er wieder sprechen kann. Oh, geht auch mal Fuß. Komm, Langer. Riesig. Wow. Ja, die Ballwechsel offensichtlich länger als beim Beachvolleyball. Die 2 Meter mal komplett in die Waagschale geworfen. Oh. Den Zuschauern gefällt Shark Attack am Netz. Er gehört zu den weltweit führenden Footvolley-Spielern. Er hat die Szene mit installiert, technisch sehr gut versiert können. Haben selbst Bundesliga-Profis wohl so ihre Sorgen. Genau, die haben dann das andere Problem, natürlich Gefühl im Fuß, aber wissen. Fallrückzieher im Ansatz. Sensationell, der steht. Weile Footvolley an den Stränden sehr beliebt. Sein Partner heißt sonst Chano, ein Ex-Profi übrigens von Betis Sevilla. Und auch der kann Shark Attack, der kleine ja, Flo. Der kleine. Oh, und das ist in der Footvolley-Szene rum. Das sind Szenen, die sie sich zusammenschneiden werden, denn so viel Fernsehpräsenz hatte diese Sportart bislang noch gar nicht. Da gibt es irre Videos. Also wer mal Lust hat, der kann da im Internet wirklich mal stöbern. Ja, ist wirklich schön anzugucken. Die Angabe von diesem Hügel, der vorher immer schön aufgeschüttet wird, darf übrigens nicht mehr als 1 Meter hinter der Linie sein. Boah, da war der Lange. Das sind grundsätzlich, glaube ich, auch eher unkomplizierte Typen. Bis 18 wird gespielt. 2 Punkte Vorsprung musst du haben, ähnlich wie beim Beachvolleyball. Dann geht's weiter, allerdings hier im Footvolley nur bis 21. Dann Feierabend. Wir heute sehen einen Satz, also wer den ersten Satz gewinnt, ist doch Sieger in diesem Match. Oh.